Willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir lüften mal gerade durch, denn wir sind am Betriebshof der BSAG hier in Bremen-Nord angekommen und sind auf dem Schienenersatzverkehr unterwegs. Wir ersetzen hier den Regionalverkehr, der im Moment ausgefallen ist in Bremen-Nord und irgendjemand muss es ja machen. Deswegen fahren wir vom Bahnhof Fegesack zum Betriebshof Blumenthal, da sind wir gerade angekommen. Und jetzt geht's von dem Betriebshof Blumenthal über den Bahnhof Blumenthal, über den Bahnhof Aumund und über den Bahnhof Aumund zurück zum Bahnhof Fegesack. Ja, und das würde ich sagen, diese Fahrt starten wir jetzt mal. Türen sind zu, das heißt, wir fahren los. Das ist quasi so eine Rundlinie, die man jetzt hier fährt. Hier werden dann wieder die hier Fahrgäste aufgeladen oder eingeladen und dann geht's wieder zurück in Richtung Bahnhof Fegesack. Engstädter Straße, Bahnhof Kreinsloh. Eigentlich sollte man gucken, bevor man über so eine Kreuzung fährt, aber das wollte mal die sportliche Fahrweise. Der Sportmodus ist angeschaltet, würde ich mal sagen. So, und dann lassen wir die Kinder hier rein. Kommt mal rein. Ey, yo, was Moin. Geht? Ey, yo. Alles klar. Na. Einmal Schüler, bitte. Bitte. Danke. Tschüss, Gen. Ey, yo, was geht? Alles lit bei dir. Hallo, Ibims, eins Fahrgast. Von Coolness her. Ja, ein bisschen Verfrühung wieder, ne? Ordentlich dran. Mühlenstraße. Okay. Fresenbergstraße. Ja. Ich weiß, in der letzten Folge haben wir viel über Schienenersatzverkehre geredet. Und da bin ich schon sehr gespannt. Ja, moin. Da war ich jetzt wirklich nicht drauf vorbereitet. In der letzten Folge habe ich mich noch ein bisschen selbst gelobt. Ich muss mal gerade gucken. Wie regeln wir das jetzt? Ist der jetzt kaputt oder was? Nee, der ist gar nicht kaputt. Na, dann müssen wir mal den Rückwärtsgang einlegen. Er hat vorne keine Kollision. Das ist wirklich nicht schlecht. Hallo, rück mich nicht auf die Pelle, bitte. Sorry für dieses Fahrmanöver. Ich habe nicht richtig geguckt, meine Damen und Herren. Bin noch neu im Betrieb. Noch nicht ortskundig. Mensch, auch das wieder ohne Unfall hier vollbracht. Bin ich von mir selbst überrascht. Ich wollte genauso sportlich wie jetzt gerade rumfahren. Nicht zu weit ausholen und so. Ja, habe ich gemacht, ohne richtig zu gucken. Das ist die Quittung. Eine enge Straße. Hier biegen wir wieder ab. Ja, ich bin ja in OMSI ein schönen Wetterfahrer, ne? Ihr habt das sicherlich schon gemerkt. Also ich fahre eigentlich immer bei Sommer und bei strahlendem Sonnenschein, also bei gutem Wetter. Ich weiß nicht, ich finde, so sieht OMSI am schönsten aus. Deswegen mache ich das immer. Aber wenn ihr euch wünscht, dass ich auch mal im Frühling oder im Herbst, wobei Frühling, weiß ich gar nicht, ob das so interessant ist, aber im Herbst, da gibt es ja diese, ja, dieses Herbstfeeling dann quasi, ne? Und im Winter diese ganz kahlen Bäume, das ist aber schon sehr trist, finde ich. Aber wenn ihr das wollt, dann kann ich damit auch mal fahren.
Da bin ich ganz frei und offen. Nur ich dachte mir halt, machen wir es mal so, weil so sieht es wie gesagt am schönsten aus. Blühende Bäume, auch wenn die Bäume nicht so hübsch aussehen. In Omsi, aber gut, was sieht schon in Omsi hübsch aus? Ist das doch, finde ich, so am schönsten. Viele, die jetzt aus in letzter Zeit auf den Kanal gekommen sind und Omsi geguckt haben, haben auch gesagt, boah, was für eine Grafik oder wieso ruckelt das oder so oder so. Da sei noch mal kurz gesagt, Leute, das liegt nicht an mir oder an meinem PC, das liegt am Spiel. Das hat allerdings auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? 2011 oder 2012 kam es raus und schon da war es nicht zeitgemäß, was die Grafik angeht. Jo, bitteschön. Bitte. Bitte. Wer sich übrigens fragt, warum ich das nicht richtig mache mit der Kasse, ein bisschen kompliziert, denn mit der Kasse stimmt hier bei dem Bus was nicht. Die Beschriftungen für die fürs Rückgeld sind nicht ganz korrekt und das ist eigentlich ja noch ein bisschen nerviger. Die Beschriftungen für die Fahrkarten sind auch nicht ganz korrekt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber es ist, it is wie it is und da wird es dann ein bisschen zum Ratespiel, was man denen dann zurückgibt und was man denen gibt und so. Weil ja auch nicht jeder Fahrgast das sagt, was er da genau haben will, ne? Ich glaube, die Rücktour geht ein bisschen flotter, ne? Als die Hintour, da waren wir ja schon 30 Minuten, glaube ich, beschäftigt. Hier, das ist eine meiner Lieblingsstellen. Die finde ich total cool, hier mit diesen Blümchen und so. Das ist schön gestaltet. Das gefällt mir. Allgemein muss man sagen, Bremen gehört schon zu den höher qualitativen Add-ons. Übrigens, wer sich das noch nicht gekauft hat und noch kaufen möchte, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich es euch verlinkt. Also, so, ich würde es auf jeden Fall zu den Top 5 der Omsi Payware Add-ons zählen. Ist jetzt, also, für mich jetzt nicht Platz 1, aber ich finde das schon, ich finde das schon sehr gelungen. Hoppala. Sind Sie spät dran oder wieso fahren Sie so scheiße? Ja, scheiße ist aber jetzt auch ein sehr vulgärer Ausdruck. Sie haben da aber eine schöne Sitzposition. Haben Sie noch irgendwas, wo sitzen Sie drauf? Ach, einfach so. Nee, okay. Nee, dann habe ich nicht dann möchte ich nicht gefragt haben. Ich dachte, er hätte hier so ein Klappstühlchen oder sowas mit dabei. Aber leider hat er das nicht. So. Und dann machen wir die Türen auf und sind am Bahnhof Blumenthal. Der gute alte Ersatzverkehr. Niemand liebt ihn, aber man muss ihn manchmal nutzen. Da ist es dann auch immer, planen Sie mehr Zeit ein und so. Also gut, irgendwann müssen solche Strecken ja auch saniert werden. Damit man wieder mit dem Zug drauf fahren kann. Ja, neue Gleise verlegt werden, neue Oberleitungen verlegt werden und sowas. Was soll man da machen? Da muss der Schienenersatzverkehr dann halt mal einspringen. Ja. Ich bin übrigens am Samstag, ich glaube es ist der 11. was haben wir? August, genau. 11. August bin ich bei Aerosoft auf dem Sommerfest. Ich wollte mir sowieso immer mal anschauen, wie das da eigentlich funktioniert, wo die ihre Spiele machen und wie das da alles aussieht und sowas, weil ich war bis heute an keinem Tag in der Zentrale von Aerosoft, ja, weil ich, weil sich das noch nicht ergab. Wenn man irgendwas zu bereden hat oder sowas, dann ist das, funktioniert das über Telefon oder über Mail oder über Skype oder sowas, ne, aber so, dass man sich persönlich trifft, das passiert dann auf der Gamescom oder so, oder bei irgendwelchen Release-Events, aber bei Aerosoft war ich eben noch nicht.
Und das wollte ich mal nachholen. Dann schaue ich mir auch mal dieses Lager an und so. Wird bestimmt ganz interessant. Und das wollte ich euch noch mitteilen, denn vielleicht ist der ein oder andere ja auch interessiert. Das ist da in der Paderborner Zentrale, beziehungsweise ich glaube Büren heißt das Ganze. Also direkt am Flughafen Paderborn-Lippstadt. Sind wir alle drin? Jo. Okay. Ich weiß gar nicht, was von Paderborn-Lippstadt aus eigentlich alles fliegt, aber ich denke mal, das ist so, sind eher so Billigflieger, oder? Also ich glaube nicht, dass da irgendwelche größeren Maschinen starten. Ist aber auch sehr eng gewesen hier. Muss die gerade schon auf dem Bordstein ausweichen. Da freut sich die Werkstatt. Oh, sie haben aber eine schöne Farbe. Das ist ja wirklich... Ah, Dell ist vermutlich Delmenhorst, ne? Wirklich eine hervorragende Farbe. Für ein Auto. Würde ich mir auch so lackieren und folieren lassen, wenn ich das müsste. Ach ja, ein Thema habe ich noch. Das wollte ich auch mal immer in OMSI ansprechen. Jetzt habe ich lange kein OMSI aufgenommen, aber ich habe gesehen, weil das auf der Facebook-Seite, glaube ich, von der OMSI-Map Gladbeck bzw. Ruhrgebiet geteilt wurde. Aber ich glaube, die Facebook-Seite heißt ja OMSI-Projekt Gladbeck. Ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube schon. Und da wurde ein Foto von so einem ganz ausgenommenen Bus geteilt. Und das ist natürlich jetzt irgendwie schon in der OMSI-Szene ein alter Hut, sagt man, glaube ich. Ne? Also die meisten kennen das schon und haben sich da auch schon drüber aufgeregt oder ihre Späße drüber gemacht oder sowas. Aber ganz kurz zur Erklärung, was da passiert ist. Das Unternehmen Urbanreisen war es, glaube ich. Das hat zwei OMSI-Enthusiasten erlaubt, Fotos zu machen in einem eigenen Bus. So, und da man eigentlich ganz vertraut ist mit den OMSI-Leuten und da bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, hat man es jetzt auch nicht betreut oder sowas, sondern denen wurde es dann eben offensichtlich gestattet. Ich kann das nur so wiedergeben, wie es mir berichtet wurde, aber denen wurde es dann offensichtlich gestattet und die wurden dann da, ja, alleingelassen im Bus. Das war aber offenbar keine ganz gute Idee, denn was jetzt fehlte, war im Prinzip nach deren Verschwinden, nachdem sie ihre, in Anführungszeichen, Fotos fertig gemacht hatten, nach diesen Fotos das komplette Interieur, kann man so sagen eigentlich. Das ist Wahnsinn. Also ich lache jetzt natürlich drüber, aber für den Besitzer ist es, glaube ich, nicht so lustig gewesen. Nee, es ist nicht nur, glaube ich, nicht lustig gewesen, es war ganz und gar unlustig. Und, was war passiert? Diese OMSI-Fans haben sich da einfach mal bedient und haben, also, die haben sich irgendwie das Dashboard mitgenommen, Knöpfe, glaube ich, auch, Haltestangen wohl auch. Also bei dem Dashboard, okay, kann ich noch ungefähr verstehen, was man da macht mit, aber bei einigen anderen Sachen, die da mitgenommen wurden, da frage ich mich schon, hätte man nicht auch einfach den Bus irgendwie... Also kann man sich dann nicht einen gebrauchten Bus kaufen, da wird man dann, glaube ich, glücklicher, als wenn man dann nur so alle Einzelteile hat. Naja, wie auch immer, die Busteile, ich erzähle es jetzt ein bisschen konfus, merke ich gerade, aber diese ganzen Busteile, die wurden einfach entnommen. Also ohne Erlaubnis, die wurden einfach, es wurde unter dem Vorwand, Fotos zu machen, in diesem Bus wurde eben ein Diebstahl begangen, ja? Das muss man sich mal vorstellen. Und der Bus war nicht mal einsatzbereit, weil da fehlte jetzt alles. Das fand ich schon ziemlich krass, als ich das gesehen habe oder gelesen habe. Ich möchte ja jetzt auch nicht den Oberempörer spielen, ja, und auch nicht den Moralapostel, dass das eine unterirdische Aktion ist und dass man sowas nicht nur nicht machen sollte, sondern dass das richtig eine Straftat ist. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Aber was ich dazu sagen wollte und wieso ich das jetzt nochmal aufgegriffen habe, ist, so eine Aktion ist ultra scheiße. Und das gilt übrigens auch für viele andere Aktionen, die so in der Vergangenheit gemacht wurden. Ja, da gab es zum Beispiel mal ein, zwei OMSI-Spieler, die haben sich einen Bus irgendwie genommen und sind dann mit dem Bus rumgefahren. Ja, und haben dann, glaube ich, auch Fahrgäste einsteigen lassen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber das stand mal in der Zeitung. Und das ist wohl auch so passiert. Das ist jetzt hier großer Nachlader.
So, da sind wir wieder zurück in OMSI 2. Sorry, das Spiel hat sich aufgehangen. Keine Ahnung, wann es lag. Ich hoffe, wir haben hier geendet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich konnte mir jetzt auch das Video nicht angucken. Aber was ich sagen wollte ist, so eine Aktion ist ultra scheiße. Genauso wie irgendwie sich einen Bus zu nehmen in der Nacht oder sowas. Weil dann steht da immer, wo dann berichtet wird, darüber, und er hat auch einen Bus-Simulator gespielt oder er hat auch OMSI gespielt, und so eine Aktion fällt immer auf die gesamte Community zurück, ja. Dann, ich meine, Simulationsspieler sind sowieso in den Medien oft belächelt, sage ich mal, ne? Also ist immer so, es schwingt immer so der Ton mit, wer spielt denn sowas? Und dann setzt man dem oder, also verstärkt man diesen etwas speziellen Ruf noch, indem man dann irgendwie so blödsinnige Aktionen macht. Macht sowas nicht, seid vernünftig, sowas ist blödsinnig, und ich erwarte auch von allen Beteiligten, ich glaube aber, das wurde auch schon in die Wege geleitet, dass das geklärt wird, dass sich da mindestens entschuldigt wird und dass die Teile auch schnellstens zurückgegeben werden und dass man darüber hinaus noch irgendwie vereinbart, wie man dann verbleibt. Das ist aber nicht meine Aufgabe, da jetzt irgendwas zu sagen oder das jetzt irgendwie nochmal zusätzlich irgendwie zu sagen, wie blöd das alles ist oder sowas. Ich meine, nur, ich wollte es nur ganz generell nochmal sagen. So eine Aktion fällt eben immer auf die ganze Community zurück und sowas ist blöd. Sowas ist einfach nur blöd. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, euch hat die Folge trotz dieses kurzen Rucklers und des Absturzes dann hier von OMSI gefallen. Ich weiß nicht, ich habe dieses Problem jetzt in letzter Zeit wieder verstärkt, dass ich dann irgendwann, also dass sich dann irgendwas ewig lädt und lädt und lädt und lädt, aber nicht zum Abschluss kommt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder das kennt, dieses Problem, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. 4 GB Patch habe ich natürlich ausgeführt. Die Einstellungen sind eigentlich auch so, dass das alles geladen werden kann. Woran das genau liegt, keine Ahnung. Aber wie gesagt, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.